Hallöchen und weiter geht's mit Domination. So, ressourcentechnisch sieht's natürlich wieder mal blendend bei uns aus. Könnt ihr euch gleich gemeinsam angucken. Hier oben seht ihr, 1,6 Mille Gold und 1,5 Mille Nahrung haben wir auf Tasche. Von daher sieht's auf jeden Fall extrem gut aus. Ich würde sagen, wir werden auch erstmal unsere Goldminen und natürlich unsere Obstbäume hier abernten. Und sehen dann natürlich anschließend weiter, gucken, ob wir noch ein paar Rehe jagen können. Werden wir sehen, ein paar Hasen rennen hier auch rum. Können jetzt gleichzeitig auch gleich mal hier ein paar Ressourcen einsammeln. Das mache ich natürlich gleich. So, sammeln hier alles ein, was wir einsammeln können und sehen dann natürlich, was wir hier auf Tasche haben. Was wir damit natürlich veranstalten werden, wir sehen, müssen wir uns natürlich gemeinsam angucken. Im Laufe des Let's Plays, ich denke schon, dass wir dann schon noch ein bisschen was auf den Kopf kloppen. Werden wir sehen, müssen wir gucken, für was investieren könnte, das ist natürlich immer die Frage. Erstmal würde ich auch sagen, checken wir erstmal, ob wir in den Kampf gehen können oder nicht. Das ist natürlich auch wieder mal so ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Truppen haben wir welche bekommen, weiß ich selber nicht. Nee, haben wir nicht, das ist natürlich bitter. Ich hätte natürlich gerne welche mitgenommen in den Kampf, aber so sieht es natürlich erstmal gut aus. Ausgebildet haben wir soweit alle, was wir ausbilden können, können hier natürlich nur einen mitnehmen. Nehmen wir den Tempelritter mit ins Boot und probieren so einfach aus, suchen uns einen Gegner. Ich bin gespannt, ob wir hier einen finden, bei dem wir ein paar Ressourcen cashen können. Das wäre natürlich eine noble Sache. Aber versprechen kann ich erstmal nichts. Hier seht ihr schon, so dolle ist es nicht. Von daher zwischen wir da auch gleich nochmal ein bisschen weiter. Suchen wir uns hier den nächsten. Naja, so viel hat der natürlich auch nicht am Start. Von daher geht es gleich nochmal weiter, würde ich sagen. Ist auch nicht so dolle. Der hat ein bisschen was, aber der ist natürlich auch relativ weit auf Level 109. Wir sind gerade mal auf Level Nummer 92, glaube ich. Von daher brauchen wir hier ja nicht mal probieren. Checken gleich mal den nächsten. Hier ist es auch nicht so dolle. Von daher geht es gleich nochmal weiter. Alter, was hat der denn an Nahrung? Würde ich sagen, gehen wir hier gleich mal rauf. So, sollen sie gleich mal Bambule machen. So, und dann können sie auf jeden Fall erstmal richtig Action machen. Gucken, was hier so geht. Kommt schon, macht hinne. Jo, sehr schön, das haben wir auch relativ schnell zerstört, von daher sieht es auf jeden Fall relativ gut aus für uns. Komm, mach das Stadtzentrum platt, das ist erstmal wichtig. So, macht da erstmal weiter. Sieht auf jeden Fall relativ gut aus. Ressourcentechnisch haben wir schon gut was aus. Abgestaubt. Ich würde sagen, wir holen uns hier auch im Laufe des Let's Plays dann doch noch ein bisschen. Hoffe ich auf jeden Fall. Erstmal sieht es ja nicht so verkehrt aus. Hier drüben müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was abstauben. Von daher müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Bambule machen. Aber hier sieht es erstmal gut aus, denke ich, auf alle Fälle. Hier verkaufen wir uns relativ gut. Von daher holen wir uns hier auf jeden Fall den Sieg. Haben wir schon in der Tasche. 51% haben wir.
Nein! Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Los, macht Bambule. So viel Zeit haben wir zwar nicht mehr, aber das Teil kriegen wir auf alle Fälle noch zerstört. Jo, so sieht's aus. Aber für mich hat's nicht gereicht. Ressourcentechnisch haben wir auf jeden Fall relativ gut abgestaubt. Was gibt es? 215.000 Nahrung und 38.000 Gold. Von daher ist alles auf jeden Fall glatt gelaufen, so wie es laufen sollte. Ist alle Duty Young. Jetzt können wir uns erstmal hier dem Orden hier widmen. Okay, wir sind aufgestiegen in die nächste Liga. Das ist natürlich nobel. Wir sind aber vorher auch abgestiegen. Von daher brauchen wir uns da auf jeden Fall nicht allzu viel drauf einbilden. So, was machen wir dann? Ressourcentechnisch haben wir natürlich eine ganze Menge auf Tasche. Können hier auf jeden Fall auch ein bisschen was veranstalten. Können erstmal gucken, was wir hier am besten machen. Also ich will eigentlich was ausbauen, was relativ teuer ist. 1,5 Millionen könnten wir hier investieren. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Da könnten wir aber auch sagen, goldtechnisch haben wir 1,8 auf Tasche. Das heißt auf jeden Fall, dass wir hier auch richtig was ausbauen können. Könnten hier auch erstmal reingucken, den Mauer. Okay, Drange noch. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Wen nehmen wir da am besten? Dann würde ich fast sagen, den Mauertypen. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Millionen. Tja, ich weiß jetzt selbst nicht so richtig, was ich hier machen soll. Aber auf jeden Fall müssen wir ein bisschen was investieren, um hier was zu reißen. Deshalb würde ich einfach mal sagen, könnten wir einen General nehmen. Wir könnten aber auch den hier nehmen. Da würde ich sagen, nehmen wir den jetzt erstmal und scheißen dann drauf, was eben noch so offen ist. Am liebsten wäre mir natürlich der Lanzenreiter, das muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher glaube ich auch, könnte ich auch erstmal ein bisschen warten. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz so sicher. Goldtechnisch weiß ich aber, was ich mache. Da werde ich hier auf jeden Fall erstmal was investieren. Für 3 Tage bauen wir unseren Stall aus und können jetzt natürlich gucken, mit den 300.000 können wir nicht so wirklich was anfangen. Von daher ist es ein bisschen bitter, könnten höchstens doch hier könnten wir die Mühle nochmal ausbauen für 12 Stunden. Das machen wir auch gleich. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen was mit ausgebaut, von daher läuft es. So, sind wir erstmal durch. Wir könnten natürlich hier auch noch ein bisschen was ausbauen. Ich würde so sagen, das machen wir gleich, weil im Endeffekt müssen wir so oder so alles ausbauen. Dann können wir das auch gleich machen, wenn wir wollten. Ich weiß es nicht. Oder wollen wir das erstmal noch aufheben? Nee, ich würde sagen, wir gehen hier eine Forschung und bauen den erstmal aus für 1,7 Millionen. 2 Tage müssen wir uns hier dulden. Haben jetzt ressourcentechnisch nicht mehr allzu viel aus der Tasche. Von daher würde ich auch sagen, verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.